Willkommen im Kreissaal und der Geburtsklinik des GLG Werner-Fochsmann-Klinikums in Eberswalde. Gut 50 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen, erwartet Sie eine voll ausgestattete Klinik, die seit vielen Jahren eine Rundumversorgung rund um die Geburt leistet. Zu unserem Team gehören 16 Hebammen. Dadurch ist es uns möglich, die werdenden Eltern mit einer 1:1-Betreuung zu begleiten und individuell auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Bei beginnender Wehentätigkeit oder einem Geburtsbeginn mit Blasensprung melden Sie sich im Kreissaal an unserer Türklingel. Die diensthabende Hebamme nimmt Sie freundlich in Empfang und begleitet sie in das Aufnahmezimmer. Hier schreiben wir ein CTG, mit dem wir die Herztöne Ihres Kindes und Ihre Wehentätigkeit messen, aufschreiben und anschließend auswerten. Je nach Geburtsfortschritt können Sie sich zunächst auf der Geburtsstation in Ihrem gemütlichen Zimmer einrichten oder wir begleiten Sie in einen Geburtsraum. Unsere Geburtsklinik verfügt über 2 Kreissäle und ein Vorwehenzimmer. Das Vorwehenzimmer wird gerne genutzt, solange Gebärende in der beginnenden Phase der Geburt sind. Aber auch hier können sie entbinden. Einer unserer Kreissäle ist mit einer Gebärwanne ausgestattet. Diese wählen Gebärende für ein entspannendes Bad oder für eine Wassergeburt. Weil die Wanne schön geräumig ist, können Gebärende hier eine sehr entspannende Position einnehmen. Beide Kreissäle sind mit allen notwendigen Hilfsmitteln ausgestattet, aber auch mit Dingen, die der Erleichterung einer Geburt dienen. So ist jedes Geburtszimmer mit einer Duftlampe und einem Gymnastikball ausgestattet. Darüber hinaus verfügt jedes dieser Zimmer über dimmbares Licht und eine Musikanlage, sodass werdende Eltern die Möglichkeit haben, sich zur Geburt ihre Wunschmusik mitzubringen. Da alle unsere CTG-Geräte mit einer Telemetrie, das heißt kabellos, ausgestattet sind, können sich Gebärende bis zu ihrer Geburt frei bewegen. Um eine bequeme und dadurch geburtserleichternde Position zu finden, lässt sich jedes Kreisbett individuell einstellen. Nach einer ersten Bonding-Phase nach der Geburt wiegt die Hebamme ihr Kind auf der angewärmten Wickelstation, es wird gemessen und die erste Untersuchung vorgenommen. Beim anschließenden ersten Stillversuch bietet Ihnen die Hebamme unterstützend Hilfe. Die frisch gebackenen Eltern verbleiben normalerweise bis zu 2 Stunden nach der Geburt im Kreissaal. Danach werden sie auf die Wochenbettstation verlegt. Sie haben zudem die Möglichkeit, eine ambulante Geburt zu wählen. In diesem Fall können sie frühestens 4 Stunden nach der Geburt entlassen werden. Wir empfehlen eine ambulante Geburt nur dann, wenn sie eine freiberufliche Hebamme zu Hause weiter betreut. Auch unser geräumiges Badezimmer lädt zu einem ausgedehnten und gemütlichen Entspannungsbad oder zu einer Entspannungsdusche ein. Beides kann sich unter der Geburt sehr angenehm und hilfreich auswirken. Im Kreissaal kann ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Dieser Notoperationssaal befindet sich hinter dieser Tür. Benötigt ein frisch geborenes Baby nach der Geburt Unterstützung, können wir einen unserer Kinderärzte hinzurufen. In diesem vorgewärmten Raum wird es professionell versorgt. Unsere Fachärzte für Gynäkologie, Neonatologie und Anästhesie sind 24 Stunden abrufbar. In Notfallsituationen können sie jederzeit hinzugerufen werden. Auf der geburtshilflichen Station ist eine neonatologische Abteilung integriert. Das heißt, Neugeborene, die ab der 32. Schwangerschaftswoche geboren werden, werden von unserem Fachpersonal versorgt. Sie können Ihr Kind auf dieser Station jederzeit besuchen und selbst versorgen. Nun möchten wir Ihnen unsere Wochenbettstation vorstellen. Die Zimmer der Wochenbettstation sind mit einem oder 2 Betten ausgestattet. Sie können, wenn möglich, auch als Familienzimmer genutzt werden. Jedes Zimmer verfügt über ein Bad mit einer Toilette.
Als Wöchnerin unterstützen wir sie dabei, ihr Baby im 24-Stunden-Rooming-In zu betreuen. Kinderwäsche und alle notwendigen Hygieneartikel sind in der Zeit, in der wir sie stationär betreuen, für sie und ihr Kind vorhanden. Erst wenn wir sie nach Hause entlassen, benötigen sie ihre eigenen Babyprodukte. Zu Fragen rund um das Stillen helfen ihnen insbesondere unsere beiden ausgebildeten Stillberaterinnen. Sollte das Stillen am Anfang nur mit Unterstützung einer Milchpumpe klappen, können Sie sich eine solche Milchpumpe vor Ort ausleihen. Zum Frühstück und zum Abendessen können Sie sich Ihr Essen an unserem Buffet individuell zusammenstellen. Regelmäßig kommt eine Fotografin auf unsere Station und macht, wenn Sie möchten, die ersten Fotos von Ihrem Baby. Wir hoffen, dass Ihnen dieser kleine Einblick in unsere verschiedenen Räume einen ersten guten Eindruck unserer Geburtsklinik geben konnte. Wenn Sie sich für die Geburt in unserer Klinik anmelden möchten, empfehlen wir das ungefähr ab der 34. Schwangerschaftswoche.